Das Video wird euch die Augen öffnen. Mich würde es nicht wundern, wenn ihr dieses Video in den sozialen Netzwerken danach teilt. Nicht, weil ich das möchte, sondern weil ihr einfach so schockiert seid von der Realität. Unser Bevölkerungswachstum auf der Erde, wir sind derzeit unglaubliche 7,442 Milliarden Einwohner. 7,442 Milliarden Einwohner. Das ist eine unglaubliche Zahl, das kann man sich kaum vorstellen. Und die Einwohnerzahl wird bis 2050 auf 11, ich kürze es mal ab, Milliarden ansteigen. Eine unglaublich große Zahl. Und wir alle kennen aus den Medien die Horrorszenarien, diese Wachstumsprognosen und dass gerade in den Ländern, die eine große Armut haben, immer mehr Kinder gezeugt werden und dass wir alle zu Recht in Panik geraten sollten, was das Bevölkerungswachstum der Erde angeht. Wir müssen ja, glaube ich, schon auf den Mars dann bald auswandern, mindestens 2050, wenn wir 11 Milliarden Menschen sind. Ja, ich habe mir mal die Zeit genommen und nachgerechnet. Ganz konkret nachgerechnet. Ich habe das bisher im Internet nirgendwo gefunden, ja, diese Zahlen mal zu visualisieren. Ich habe das heute für euch mal übernommen, um bei diesem Thema, was wirklich sehr, sehr hoch kocht, auch gerade emotional, mal wirklich Fakten sprechen zu lassen. Und ich möchte es einfach kurz machen, weil ich weiß, viele haben gar keine so hohe Aufmerksamkeitsspanne. Ich gehe einfach, mach mal das Szenario. Menschenwürdiges Leben. Wenn jeder Mensch auf dieser Erde, also egal ob das der Deutsche ist oder das afrikanische Kleinkind, wenn jeder Mensch dieser Erde, inklusive aller Babys, aller Älteren, die zusammengepfercht in irgendwelchen Altersheimen vor sich hinrotten, wenn jeder Mensch auf dieser Erde 250 Quadratmeter zur Verfügung hätte. Das heißt, 100 Quadratmeter, sage ich mal, zum Leben, das heißt 50 Quadratmeter Doppelstockhaus, sodass jeder komfortable 100 Quadratmeter zum Leben hat, jeder einzelne Mensch. Ich lebe derzeit auf 28 Quadratmeter. Aber es geht ja um jeden Mensch. Hat ja jeder so andere Ansprüche. So ein afrikanisches Kleinkind, das will ganz schön rumkrabbeln und das sind 100 Quadratmeter, denke ich, schon angemessen. Also jeder Mensch bekommt 100 Quadratmeter auf 50 Quadratmeter als ein Haus plus 200 Quadratmeter, wovon 20 Quadratmeter Pool, weil ein Pool braucht jeder, denke ich, 20 Quadratmeter Pool und 180 Quadratmeter ja, Gartenfläche, wo man dann ja, vielleicht sich auch selbst versorgt, denn für bei 100 Quadratmetern ist es schon möglich, sich selbst zu versorgen. Da gibt es auch ein Buch, wenn ich dran denke, verlinke ich euch das unten. Aber man muss sich ja nicht selbst versorgen. Lassen wir das mal außen vor in der Argumentation, sondern schreiben wirklich, jede Person möchte ein menschenwürdiges Leben führen. Das heißt, 100 Quadratmeter Wohnfläche auf 50 Quadratmeter Grundfläche, also ein doppelstockiges Haus, dann 20 Quadratmeter Pool, 20 Quadratmeter und 180, wenn ich dann richtig genau, 180 Quadratmeter. Das ist dann ja, Spiel und vielleicht auch Anbaufläche, was man halt so machen möchte. Das heißt, insgesamt summa summarum 250 Quadratmeter, die jeder Mensch zur Verfügung hat. Das wären insgesamt, um das mal auf Quadratkilometer, oder fangen wir mal anders an, was denkt ihr denn? Was denkt ihr denn, wie viel Erden, also wie viel mal die Erde wir haben müssten, um das wirklich jeder Mensch ein menschenwürdiges Leben mit 250 Quadratmetern leben kann? Überlegt dann mal kurz für euch, was ihr denkt. Und dann möchte ich euch mal die Zahlen nennen, die dabei rauskommt. Und das sind, ich muss selber ablesen, damit ich es nicht falsch mache. Das sind 1.860.500 Quadratkilometer. Wenn jeder Mensch der Erde diese 250 Quadratmeter zur Verfügung hat. Ich schreibe euch mal eine Zahl auf.
Was ist die Flächenzahl? Die Flächen. Die Fläche von Mexiko. Wenn jeder Mensch auf diesem Planeten, der ja ach so unter einer Überbevölkerung leidet, 250 Quadratmeter zur Verfügung hätte, würde alleine das Mexiko ausreichen, um jeden Menschen diese Erde zu beherbergen, inklusive dieser Fläche, jedermann. Wir reden hier von einer Überbevölkerung. Das ist doch abstrus. Das ist doch abstrus, was für eine Panik in den Medien gemacht wird. Und der Großteil von euch, inklusive ja, mir eigentlich nicht, weil ich von Anfang an da schon ein bisschen kritisch gewesen bin, der fällt darauf rein. Wir haben keine Überbevölkerung. Das ist Nonsens. Das ist absoluter Nonsens. Das ist wirklich absolut Idiotie, sich darüber aufzuregen. Und selbst wenn die Geburtenrate jetzt gleich bleibt, wobei oft in China wird ja die Geburtenrate schon künstlich gedrückt, wenn die Geburtenrate gleich bleibt, dann sind wir eben im Jahre 2050 bei 11 Milliarden Einwohnern. Und da würde Kasachstan, das kleine beschauliche Kasachstan, würde vollkommen ausreichen, um das auch wieder im Jahre 2050, wenn die schlimmsten Prognosen quasi wahr werden, würde alles noch in Kasachstan und dann mit 250 Quadratmeter. Also das ist ein Luxusleben. Und jeder, und da gibt es keine Familien, wo vielleicht 4 Leute auf 250 Quadratmeter leben, sondern jeder, selbst das Kleinkind. Das macht euch das mal bewusst. Und das sind die Medien. Und ich sehe auf meinen Kommentaren, und das war ja ausgelöst durch einen Kommentar, dass ich das euch heute präsentiere. Ich sehe in meinen Kommentaren so viel Panik. Ne? Das fängt beim Parasiten an, geht über die Bevölkerung, geht über Ausländer und Deutschland wird überrannt und all diese Dinge. Es ist abstrus, wie die Menschen sich von den Medien blenden lassen. Blenden und manipulieren lassen. Die Medien und die Unternehmen. Die Menschen, das ist, es tut einfach wirklich nur weh. Und um das einfach mal weiterzutreiben und einfach mal noch euch noch zu vergegenwärtigen, wenn jeder Mensch heutzutage 1000 Quadratmeter zur Verfügung hätte. 1000 Quadratmeter. Was ist für eine Fläche? Da reicht Australien. Da reicht diese Rieseninsel Australien, da reicht vollkommen aus. Die ganze Erde wäre leer. Macht euch das bewusst. Macht euch das bewusst. Und ja, also deswegen bei den Medien, im Konsum bei Medien, hinterfragt auch mal die Zahlen, rechnet mal nach oder abonniert Oa Spirit, der das für euch nachrechnet. Aber das Leben ist in uns gerade hier in Deutschland so komfortabel, so bequem. Wir müssten überhaupt uns überhaupt keine Sorgen machen. Wir könnten so ein wunderbares Leben sein. Wir könnten so dankbar sein dafür, dass wir in diesem Land leben. Weil in anderen Ländern oder in Afrika, in anderen Kontinenten, da gibt es wirklich tatsächlich auch Probleme wie Hunger und sowas. In diesem Land, wenn ich da Leute von der Überbevölkerung reden höre, da einerseits habe ich Mitgefühl, weil diese Menschen unter einer Angst leiden. Andererseits Unverständnis, dass die Leute sich nicht informieren. Und ja, deswegen auch dieses Video. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, der ein oder andere von euch, der jetzt jemanden hört von Überbevölkerung reden, da wird ganz dezent mal dieses Video, vielleicht könnt ihr euch das ja als Favoriten oben kopieren, einfach mal posten, weil das sind konkrete Zahlen, das ist für jeden nachvollziehbar und ja, und da kommt jemand und sagt, ja, Mexiko, ja, gerade das Beispiel, Mexiko, ja, 1,8 Quadratkilometer, ja, was ist dann Wasserfläche und so weiter, das ist ja auch dabei, ja, Mexiko hat natürlich auch eine Wasserfläche und die ist 20.000 Quadratkilometer groß. Das bedeutet, selbst wenn man das hier abzieht davon, das heißt 1,94, wäre das immer noch genug. Und das bedeutet im Übrigen auch, wenn wir in Mexiko jeder unser 250 Quadratmeter Grundstück haben und wir haben 20.000 Quadratkilometer zum Planschen, dass wir alle in Mexiko auch zeitgleich baden können, weil das bedeutet nämlich, dass für jeden Menschen 3 Quadratmeter, kann man sogar 2 Züge schwimmen, ohne dass man jemanden anders ja, da aneckt, ja, in Mexiko wir alle auch gleichzeitig baden können, die ganze Weltbevölkerung, das ist in Mexiko. Und dann hätten wir immer noch über, ich habe es mir aufgeschrieben, 83,5 Milliarden Quadratmeter in Mexiko übrig für Straßen und für gesellschaftliche Häuser oder sowas, wo man sich mal treffen kann oder Shopping Malls, ne? Das ist nur Mexiko. Also ein Unding, sich darüber aufzuregen und schon etwas kurios,
wenn man dann die Menschen betrachtet, die dann wirklich mit panischen Augen einem berichten davon, wir werden immer mehr, wir werden immer mehr, wir müssen aufpassen, Deutschland wird überrannt und einerseits Mitgefühl, andererseits auch Unverständnis. Und ja, das war mein Video für heute. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, was ihr gedacht habt. Wie viele Erden brauchen wir, um dass jeder Mensch ein Grundstück von 250 Quadratmeter hat? Und ja, eure Reaktion darauf. Ehrlich, ungefiltert. Aber bitte, wenn als Kritik formuliert, dann bitte respektvoll, wie wir das hier auf unserem Kanal immer handhaben. Und ja, ich hoffe, das war Inspiration genug für euch heute. Und dem einen oder anderen konnte ich heute hoffentlich ein bisschen die Angst nehmen und auch zur Aufklärung beitragen, indem ihr dieses Video natürlich anderen, die davon reden, von Überbevölkerung, einfach mal als Link kopiert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ihr müsst keine Angst vor Überbevölkerung haben. Das ist ein absolutes Ammenmärchen von den Medien generiert, um Auflagen an den Mann zu bringen, um Sachen zu verkaufen, um vielleicht auch Katastrophenschutzequipment von Unternehmensseite an den... Und das ist nur über der Oberfläche. Wir haben noch nicht mal gerechnet, dass wir auch Keller bauen können. Und ich wollte es mal gesagt haben. Es ist so wichtig, sich da einfach von zu lösen. Von solchen, ja, egal, ich habe genug gesagt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.